Ja, hallo erstmal. Heute zeige ich euch, wie ihr mit der Cayo Perico heißt, schnell und nacheinander viel Geld in GTA Online verdienen könnt. Dazu nehmt ihr als Annäherungsfahrzeug die Kwasatka und betretet das Anwesen durch den Abwassertunnel. Der Fluchtpunkt ist bei dieser Methode egal. Die Tageszeit auch. Falls ihr den Abwassertunnel noch nicht freigeschaltet habt, müsst ihr dazu bei der Ausspähmission einfach mit dem Boot hierher fahren und dann runtertauchen und dann wieder euch freigeschaltet. So, sobald ihr dann auf Mr. Rubius seinem Gelände seid, müsst ihr einfach hier hinten lang gehen, denn dort gibt es eine sehr schöne Abkürzung. Und zwar müsst ihr dort einfach hier dieses Geländer hochklettern und dann hier aufs Dach hoch. Und dann könnt ihr hier übers Dach. Und dann hier auf die Mauer. Und so spart ihr schon mal viel Zeit. Und dann müsst ihr diese Wache hier töten, bevor sie euch sieht. Alter, ihr habt gar nichts gesehen. Die Waren sind echt böse. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Tresor hier zu leeren. Und falls ihr den Schlüssel von der Wache gefunden habt in Los Santos, könnt ihr hier unten den Tisch aufschließen, um die goldene Perico-Pistole zu bekommen. So, wenn ihr das dann leicht so hoch geschafft habt und auch das Fingerpad gehackt habt, könnt ihr dann auch in den Keller kommen. Hier rechts spawnen Arschwachen, also aufpassen. Und übrigens, nur mit dem Schneidbrenner kann man die Kette hier leise wegmachen. Sonst hat man da eine Sprengladung dabei. Vielleicht geht es auch mit dem Bolzenschneider, keine Ahnung. So, wenn ihr dann die Juwel geklaut habt, müsst ihr dann nur noch entkommen. Wenn ihr von den Wachen den Schlüssel gefunden habt, könnt ihr hier aufschließen. Alternativ könnt ihr auch hier über den Zaun springen. Und dann hier hoch. Weiß, eine tolle Abkürzung. Und dann müsst ihr nur möglichst leise zum Tor kommen. Und dann seid ihr auch schon draußen. Sobald ihr dann draußen seid, müsst ihr nur noch dem Burschen sein Motorrad klauen. Und dann... Danke, Insel. Dann müsst ihr nur noch über... Dann müsst ihr nur noch... Digga, scheiß Bäume, Junge. So, jetzt nochmal. Dann müsst ihr nur noch über die scheiß Klippe springen und wegschwimmen. So. Sobald es jetzt ausdimmt, solltet ihr den Gerätmanager geöffnet haben und dann werdet ihr euch bereit machen, das Gerät zu deaktivieren, sobald die heißt bestandene Nachricht aufkommt. Und zwar genau jetzt. Und jetzt habt ihr kein Internet mehr und wenn unten steht, speichern fehlgeschlagen, heißt es schon mal, dass es geklappt hat. Und ihr die ganzen Vorbereitungen nicht nochmal machen müsst. Jetzt werdet ihr den Story-Modus reingeschmissen. Und sobald ihr dort angekommen seid, könnt ihr dann wieder in den Gerätemanager und das Gerät aktivieren. Jetzt habt ihr auch wieder Internet und könnt euch bei Rockstar Games anmelden. Sobald das geklappt hat, können wir auch wieder in Online reinladen. Und wenn Rockstar gute Laune hat, seid ihr dann auch schnell drinne.
So, wie ihr es seht, wurde der Raubüberfall erfolgreich abgeschlossen. Ihr habt das Geld in bar bekommen. Und wenn ihr dann zurück ans Kontrollpanel geht, seht ihr... Seht ihr, dass ihr dann direkt wieder anfangen könnt und der Grind niemals endet. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare, nicht Pavel? Ja, aber wir sehen uns dann auch wieder im nächsten Video, ne?